DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgrundverordnung. Diese fünf Buchstaben sorgen in den letzten Wochen und Monaten für intensive Diskussionen im Internet und für Panik, die sich fast mit dem Y2K, mit dem Millennial Bug vergleichen lässt und vermutlich auch in etwa genauso berechtigt ist. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich einige technische Anpassungen an seiner Webseite vornehmen, sofern dort irgendwelche Daten gespeichert werden, Integration der Datenschutzerklärung und so weiter. Ich habe darüber vor einigen Wochen eine Checkliste geschrieben und rechtzeitig genau eine Woche vor dem Inkrafttreten der DSGVO oder international GDPR, General Data Protection Regulation, hat das WordPress-Entwicklerteam eine neue Version veröffentlicht. Die enthält wie üblich diverse Bugfixes, einige kleine Verbesserungen, aber vor allem auch eine ganze Reihe von Funktionen, die eben mit der DSGVO in Verbindung stehen und verschiedene Vorgaben umsetzen. Da geht es zum einen um das Recht auf Auskunft über die eigenen Daten, um Löschanträge, um eine neue Checkbox beim Kommentarfeld und um diverse Hilfestellungen bei der Integration der ab 25. Mai verpflichtenden Datenschutzerklärung. Diese neuen Funktionen sind in den WordPress Core integriert und wir schauen uns in diesem Video an, wie sie im Detail funktionieren. Ohne Balk. Wo befinden sich die einzelnen Funktionen im Detail? Die erste Hilfestellung, die WordPress gibt, findet man unter Einstellungen in dem neuen Submenü Datenschutz. Wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie zu dieser Seite, die im Wesentlichen erläutert, dass man eben in Zukunft eine Datenschutzerklärung braucht. Und dann haben Sie hier zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wählen eine bereits vorhandene Seite aus als Datenschutzerklärung oder Sie erstellen eine neue Seite. Benutzen wir mal diese hier angelegte Seite. Was macht das für einen Unterschied? Nun, man hätte natürlich genauso gut bisher einfach eine Seite händisch anlegen können und beispielsweise im Footer auf jeder Page verlinken. Wenn man das über dieses neue Tool macht, hat das allerdings den Vorteil, dass der Link zu dieser Datenschutzerklärung, ich zeige es hier mal in einem neuen Inkognito-Fenster, dann eben auch auf den WordPress-Login- bzw. Registrierungsseiten angezeigt wird, die man ja normalerweise nicht über die Template- bzw. Footer-Einstellungen steuern kann. WordPress geht hier allerdings noch wesentlich weiter, als nur diesen Mechanismus anzubieten. Es gibt einen Leitfaden, der im Wesentlichen erklärt oder sogar Beispielstexte beinhält, was denn nun in dieser Datenschutzerklärung für Inhalte vorhanden sein sollten. Wenn man sich in der Liste der Seiten hier diese Datenschutzerklärung ansieht, sehen Sie, dass WordPress auch hier wiederum darauf hinweist, dass man eben sich an diesem Leitfaden orientieren sollte. Was daran ganz interessant ist, sieht man hier, wir haben die Abschnitte vorgeschlagen, die Sie brauchen werden. Das bedeutet, WordPress analysiert, welche Plugins aktiv sind, natürlich nur die, die bis jetzt unterstützt werden, welche Services benutzt werden und passt diesen Textvorschlag dann dynamisch an. Sicher eine Hilfestellung, wie rechtssicher das Ganze ist, muss dann jeder für sich entscheiden. Es gibt ja auch genügend dedizierte Services, die eben die Erstellung solcher Datenschutzerklärungen anbieten. Wo kommt das Ganze her? Nun im Wesentlichen von einem Team von Freiwilligen, die in den letzten Wochen und Monaten begonnen haben, eben diesen GDPR-Layer in WordPress zu implementieren. Hier also zuerst mal die Datenschutzerklärung, wie gesagt, unter Einstellungen Datenschutz findet man die betreffenden Einträge. Die nächste Neuerung implementiert eine zusätzliche Checkbox im Kommentarformular und betrifft nur Nutzer, die nicht eingeloggt sind. Ich habe hier wieder einen anonymen Browser offen. Wir sind hier nicht eingeloggt und Sie sehen hier im Kommentarfeld gibt es eine neue Checkbox mit der Beschriftung meinen Namen, E-Mail und Webseite in diesem Browser speichern, bis ich wieder kommentiere. Das hat den Hintergrund, wenn man auf einer Webseite zum ersten Mal kommentiert und seine Daten einträgt, dann setzte WordPress bisher standardmäßig ein Cookie, das diese Daten lokal speichert. Sinn und Zweck des Ganzen,
Wenn man dann einen weiteren Kommentar schreibt, sind diese Felder bereits ausgefüllt. An sich braucht man auf WordPress-Seiten, die keine Registrierung anbieten, eigentlich gar keine Cookies. Und mit dieser Checkbox muss man in Zukunft eben explizit anhaken, ob man möchte, dass diese Daten am lokalen Rechner gespeichert werden, dass eben dieses Cookie gesetzt wird. Interessanterweise ist diese Checkbox ab sofort immer vorhanden. Man kann sie nicht über die Optionen ausblenden. Wer das aus welchen Gründen auch immer nicht möchte, kann diese beiden Klassen verwenden. Zum einen die Checkbox selber hier, wp-comment-cookies-consent ist die Klasse für die Checkbox. Und für das Label daneben kann man im CSS die folgende Syntax verwenden: Label, Ecke, Klammer, for ist gleich wp-comment-cookies-consent, Klammer zu. Und mit diesen beiden CSS-Klassen kann man entweder eben diese Checkbox entsprechend formatieren oder gegebenenfalls auch ausblenden. Die dritte große Änderung dieses WordPress DSGVO-Updates finden wir unter dem Hauptmenüpunkt Werkzeuge. Hier sind gleich zwei neue Menüpunkte hinzugekommen: personenbezogene Daten exportieren und personenbezogene Daten löschen. Diese zwei neuen Tools beziehen sich also auf dieses Recht auf Auskunft und Recht auf Löschung der persönlichen Daten. Und wenn wir hier draufklicken, kommen wir zu einer Seite mit einem Formular. Wir können hier eine E-Mail-Adresse eingeben, beispielsweise abmahnanwalt@peter.net, schicken diese Anfrage ab und der Besitzer dieser E-Mail-Adresse bekommt dann erstmal eine Bestätigungsnachricht, muss eben konfirmen, dass das tatsächlich seine E-Mail ist. Und erst dann bekommt er ein zweites E-Mail, in dem er seine Daten herunterladen kann. Der Prozess für die Datenlöschung funktioniert ganz genauso. Schauen wir mal, ob wir die Nachricht schon bekommen haben. Ja, ist bei mir im Spam gelandet. Sieht dann eben so aus. Die folgende Anfrage wurde zur Ausführung auf dem Konto eingereicht. Der Nutzer klickt hier, sieht dann, dass er die Anfrage bestätigt hat. Und ich gehe wieder zurück in den Admin, lade diese Seite nochmal neu und sehe nun, die Anfrage ist bestätigt und habe hier einen neuen Button, Daten per E-Mail senden. Klick hier drauf. Die Daten werden verschickt. Was zu dieser Art der Datenauskunft zu sagen ist, sind natürlich in erster Linie zwei Dinge. Zum einen, der Admin der Seite hat die volle Kontrolle über den gesamten Prozess. Dieses Formular hier ist nur im Admin-Bereich zugänglich. Es gibt bisher zumindest noch keinen Shortcode, mit dem man dieses Formular auch aufs Frontend einbauen könnte. Das bedeutet, man muss dann sozusagen in der Datenschutzerklärung angeben, auf welchem Weg Nutzer die entsprechenden Auskunfts- bzw. Löschanträge übermitteln können. Wir müssten nun inzwischen, ja, wieder im Spam. Wir haben nun, beziehungsweise unser Abmahnanwalt@peter.net hat nun einen Link bekommen, mit dem er seine persönlichen Daten herunterladen kann, und zwar als ZIP-File. Wenn man dieses ZIP-File aufmacht, dann findet man darin eine Index-HTML-Datei und eine Auflistung der entsprechenden Daten. Von diesem Nutzer gibt es hier keine Daten, deswegen kann ich da auch nicht viel herzeigen. Zweiter wichtiger Punkt: dieses Interface funktioniert sowohl für Daten von registrierten Nutzern, Kommentare, sonstige Profildaten und so weiter, als auch für die Kommentare von nicht registrierten Nutzern. Das heißt, mit dieser Mechanik kann man sich eigentlich eines der, die es bisher schon gegeben hat, der spezialisierten GDPR-Plugins, die eben genau diese Auskunfts- und Löschersuchen abwickeln, sparen. Personenbezogene Daten löschen, wie gesagt, funktioniert strukturell ganz genauso. E-Mail-Adresse eingeben, Anfrage senden, muss dann wiederum bestätigt werden. Damit man bestätigte Anträge auch nicht übersieht, muss man als Admin hier reinklicken. Was bisher noch fehlt, was ganz nützlich wäre, eine Benachrichtigung,
dass beispielsweise neue Anträge bestätigt worden sind, entweder als E-Mail an den Admin oder vielleicht auch hier mit einer der gewohnten Bubbles, mit denen WordPress eben auch sonst auf neue Kommentare oder ausstehende Updates hinweist. Aber wie gesagt, mit diesen beiden Menüpunkten, sofern man in der Datenschutzerklärung dann auch die Info integriert, wohin entsprechende Lösch- bzw. Auskunftsersuchen zu richten sind, wickelt dann diesen Prozess eigentlich sehr sauber ab. WordPress hat das Ganze, wie bereits erwähnt, in den Core integriert und Plugin-Autoren können sich an diese Infrastruktur auch anhängen. Das heißt, es gibt entsprechende Hooks, mit denen Plugins, die Daten von Nutzern speichern, auch diesen Mechanismus mitnutzen können. Saubere Arbeit. So viel also zu den DSGVO-Neuerungen in der aktuellen WordPress 4.9.6er-Version. Eigentlich ein sehr großes Update, aber mit der 5er-Version, die demnächst ins Haus steht, wäre sich das eben vor dem 25. Mai nicht ausgegangen. Bleibt noch die Frage, wenn ich die aktuelle WordPress-Version installiere, bin ich dann komplett auf der sicheren Seite? Nein, selbstverständlich nicht. Zum einen gibt es noch wenige Plugins, sehr wenige, die dieses neue Interface unterstützen. Ist ja auch gerade erst released worden, das wird sich sicher in Zukunft ändern. Zum zweiten gibt es einige Punkte, die dieses Update nicht umsetzt, beispielsweise das Deaktivieren der Speicherung von IP-Adressen, oder auch das Deaktivieren von Smileys, das DSGVO-konforme Einbetten von Videos und so weiter und so weiter. Das sind aber lauter Punkte, die man auch mit anderen Plugins oder speziellen angepassten Lösungen durchaus noch vor dem 25. Mai relativ leicht umstellen kann. Klar ist auf jeden Fall, das 4.9.6er-Update wird für viele Blogger eine große Erleichterung sein. Einerseits in Sachen Datenschutzerklärung und andererseits aber auch, was dieses Auskunfts- und Löschersuchen betrifft. Sicherlich eines der komplexeren Updates in dieser Version. Wie gesagt, trotzdem ist das keine Aktivieren- und Vergessen-Lösung. Man wird sich trotzdem noch im Detail mit den einzelnen Punkten auseinandersetzen müssen. Was die Version nicht enthält, ist diese Checkbox bei den Kommentaren, wie ich es bei mir auf Datenschmutz auch eingebaut habe, dass der Nutzer eben der Speicherung seiner Daten zustimmt. Aber da gibt es ja ohnehin noch Unstimmigkeiten unter Juristen, ob diese Checkbox überhaupt notwendig ist. In diesem Sinne, viel Erfolg mit WordPress 4.9.6 und der DSGVO. Keine Panik.